Alle Tier mit Weg zu. Das sind die kleinen Ameisen. Wusel, wusel, dusel, duseln. So, Produktion und Verbrauch nähern sich. Wir sind noch 500 über Null. So, in der Quarry haben wir keine Leute aktuell. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So. Machen wir es so. Das Stone Limit könnten wir. 200 reicht eigentlich. Größenwahnsinnig. Aber hey, nur so kann es funktionieren. Jo. Mal da noch ein bisschen Grünstreifen. Schönen Dank auch. Wir können auch hier so einen Doppelweg draus machen einfach. Fast vier. Storage Pile hier verkleinern. Könnte ich da noch mal Häuser hinsetzen? Hier geht das halt nicht, aber hier machen wir halt Doppelweg draus. Und gut ist. Vielleicht noch ein bisschen Steinweg dazwischen, damit es hübscher wird. Da hat er gespeichert. Ich glaube, das Speichern zerpflückt mir die Aufnahme auf lange Sicht. Ich habe echt Probleme gehabt beim letzten Mal. So, das sind jetzt in Summe 5 Folgen, glaube ich. Ja, mein Gott. Ach, schon wieder 4 Arbeiter. So, die können wir jetzt langsam wieder auf die Farm schicken. Weil Early Spring, Produktion und Verbrauch nähern sich an. Fuel. Und da wird es nämlich jetzt kritisch. Wir verbrauchen sehr viel mehr Firewood, als dass wir produzieren. Das ist echt nicht gut. So, und diesen Storage Pile auch auflösen. Soweit es mir tut. Wir haben ja noch die anderen beiden. Müssen hier halt ein bisschen weiter laufen. Ach, wisst ihr was? Machen wir das doch einfach. Geht das? Too large. 10 darf der Breit sein. Aber ist einfach so. Haben wir halt nicht den größten. Immerhin latent vorhanden. Machen wir daneben gleich nochmal so einen ähnlich kleinen und dann passt das. Und dann nochmal
so ein Storage Pile hier einfach so groß wie er geht. 6x4. Genau. Und wir gönnen uns weitere Häuser. Wobei es jetzt schon wieder kritisch werden könnte mit dem Verbrauch, ne? Na gut, nahrungstechnisch. Also. Die Mine hat es geschafft. Das ist doch schön. Die Mine hat es echt geschafft. Farmer. Was? Ja. Irgendein Lagerhaus ist voll. Danke für diese Information. Dann rennen die mal wieder zu diesem zentralen Lager. Ich reiß das da raus. Ich reiß das hier ab. Vielleicht baue ich hier die komplette Altstadt um. Also den inneren Kern hier. Dass ich das ja so am Markt wieder orientiere. Herbalists. Fehlt uns doch gerade tatsächlich einer. Ansonsten sieht es doch gut aus. Es werden immer mehr Arbeiter. Nahrungsproduktion müsste jetzt auch wieder steigen, weil ich mehr Farmer wieder habe. Müsste eigentlich alles passen. Gut, das ist doch eine schöne Stelle, um zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr habt immer eine Stunde Aufbau erleben dürfen. Oh, alles flutscht, alles funktioniert. Ich habe genug Nahrung. Ich glaube es ja nicht. Sind es echt nur die Gatherer Huts gewesen? Ich weiß es nicht. Ich habe immer Farm gebaut. Ich habe da eine Karte, da sind ungelogen 10 von diesen großen Dingern drauf. Ich habe mich gewundert, warum die trotzdem verhungern. Ich hätte einfach ein paar Gatherer Huts machen sollen und fertig. Also wirklich. So, dann können wir ja demnächst anfangen mit lustigeren Dingen wie Handel und so. Und ja, bis dahin verbleibe ich und wünsche. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Ach nee, eine Sache mache ich noch. La la la. So. Dies muss noch sein. Storage Pile dahin. Ja, ist nämlich auch mal außerhalb dessen. Ja. Sehr schön. Brauchen die nämlich auch nicht mehr so weit latschen. Und dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal überlegen wir uns, was wir mit unseren ganzen Storage Barns machen. Das hier in der Mitte muss unbedingt weg. Das ist sowieso nur voll und nervt. Die hier oben sind auch eigentlich ganzjährig hundertprozentig gefüllt. Haben wir eigentlich immer noch Fisch? Warte mal. Haben wir immer noch Fisch? Nee. Der 20 Jahre alte Fisch wurde endlich gegessen. Naja, das war ganz alt. Das ist bestimmt nicht gewesen, aber gut. Das funktioniert. Das funktioniert echt gut gerade. Und es ist diesmal noch keiner verhungert. So. Warte. Man kann ja die Sache hier einfach mal optimieren, ne? Weil ob das hier alles so weiterleben wird mit dem Förster da und so. Mal gucken. Auf jeden Fall.
Tja, was soll ich sagen? Es flutscht, es flutscht, es flutscht. Die hier hinten haben ein bisschen weiten Weg zur Arbeit. Vielleicht kann man hier drüben noch was machen. Dass sie nicht mehr ganz so weit laufen müssen. Aber natürlich, wenn wir den Bereich des Marktes ausnutzen wollen, haben wir da natürlich jetzt fett die Mine reingehauen. Na, das war nicht ganz so schlau. Aber hier drüben haben wir ja theoretisch noch Expansionsfläche. Das heißt, den Blödsinn müssten wir ein bisschen weiter nach außen ziehen. Und dann passt das. Und wie sieht es mit dem Firewood aus? Das reduziert sich. Also wir brauchen auf jeden Fall Woodcutter. Neue. Das ist auf jeden Fall wichtig und nötig. Da wir jetzt hier alles so schön zugebaut haben. Ach nö, wobei, geht ja. Da passt dann leider nicht. Meh, 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 meh. Was ist da jetzt? Dass man sowas nicht bereinigen kann in der Karte. Das ist ein bisschen schade. Was crushed by a rock. Ja. Le Woodcutter. So. Eigentlich 200 Steine in Reserve reicht für alles. Ha, Produktion. Das verlutscht. Es funktioniert echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Also wie gesagt, bislang sind sie mir immer relativ zeitnah verhungert allesamt. Expandieren, ne? In den Wald da. Und schon wieder voll. Gut, das waren jetzt wieder 10 Minuten, in denen ich eigentlich schon längst weg sein wollte. Das wird eine schöne Folge, wo ihr euch nur anhört, wie ich eigentlich aufhören will aufzunehmen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch was Tolles. Und wir sehen uns bestimmt bald in einer der nächsten Folgen. Ja, tada, tada, tada. Bye, bye. Bye, bye.